Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Feluca unterwegs. Heute will ich mich mal wieder ein bisschen ums Gestüt kümmern. Und zwar will ich hier einen Bereich einrichten, den man auf jedem Gestüt irgendwo findet. Ich habe mir diese Ecke hier ausgesucht und das ist eine kleine Schmiede, eine Esse, ein Amboss, wo man dann die Pferde beschlagen kann für den Hufschmied. Da werde ich dann auch die Nametags lagern, denn wir haben hier unseren ersten Nachwuchs. Fury ist ja leider endgültig von uns gegangen, so wie es aussieht. Und der Deletor hat angeregt, dass ich seinen Flash benutze zum Züchten, weil der sehr schnell ist. Wie schnell habe ich noch gar nicht ausprobiert, das können wir gleich nochmal machen. Und weil er ziemlich hoch springen kann. Und mein Harlekin hier, der ist auch relativ schnell und kann einigermaßen springen. Der hat aber nur 4, 8, 9 Herzen, 10 Herzen. Der Flash hat eine ganze Ecke mehr. Der hat 13 Herzen. Und da bin ich mal gespannt. Da ist das kleine Fohlen und es ist interessanterweise auch ganz schwarz. Das könnte dann Fury 2 werden. Da bin ich mal gespannt, was da an Eigenschaften, an Ergebnissen rauskommen. Denn, na, eigentlich kannst du das doch. Hüpf hier drüber. Was ist denn nun los? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dieses Springen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder Opfer des Lags bin. Das geht eigentlich. Ich bin mal wieder etliche Male rausgeflogen. So, jetzt geht's. Hab aber in der Zwischenzeit meinen Router neu gestartet und hoffe, dass damit dann das Problem behoben sein sollte. So, unsere Teststrecke hier, dann nehmen wir die. Ist scharf gemacht, dann wollen wir mal. Das war leck. Da hat Minecraft nicht gemerkt, dass ich aufgehört habe, auf die Taste zu drücken. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie schnell Flash hier durchkommt. Der Harlekin hatte 13, glaube ich. Na komm schon. Und hier haben wir 11. Das ist auf jeden Fall schneller. Ich sollte vielleicht anfangen, über diese Tiere Buch zu führen. Ich lasse den erstmal nochmal hier stehen. Jetzt geht's auch wieder mit dem Springen. Müssen wir beobachten. Ich lasse den erstmal hier stehen, denn da können die beiden dann auf ihren Nachkommen aufpassen. Ich habe die Kuh und dieses Schwein da rausgezerrt am Seil, weil ich mir dachte, das ist eine Pferdekoppel, da müssen nicht auch noch andere Viecher drin sein. Da hinten sind aber noch jede Menge andere Schweine, die der Meinung sind, dass die da jetzt wohnen. Das werde ich wohl nicht verhindern können, dass die auf diesen Berg hier klettern und von hinten da reinspringen. Und naja, lassen wir ihnen den Spaß. Ich wollte hier den Amboss habe ich nicht mitgenommen, eine kleine Hufschmiede hinsetzen. Direkt unter freiem Himmel. Einen Amboss brauchen wir dazu. Die so ein bisschen hier die Ecke ausfüllt. Und es ist ein bisschen knapp an Platz, aber ich glaube, das sollte uns reichen. Machen wir mal ein bisschen dunklen Boden, rußgeschwärzt und ist hier irgendwas Brennbares in der Nähe? Eigentlich nicht. Gut. Und durch langjährige Benutzung verfärbt
Das waren alles mal weiße Steine. Hier auf die Rückseite. Davon werden wir ein paar brauchen. Machen wir... passen die als Fundament, aber nicht dahin. Nur mal so als Versuch. Das war jetzt geschickt, dass ich das eine gerade Anzahl breit gemacht habe. Das machen wir mal einen kürzer. Dann füllen wir den Rest auf. So. Und so. Dann machen wir da drauf einen Schornstein. So zum Beispiel, der muss nicht ganz so hoch sein. Dann machen wir noch einen dazu. Und hier hinten, damit der Übergang etwas sanfter ist, machen wir Treppen dran. Die Rückseite sieht eigentlich sowieso nie jemand. Dann setzen wir den mal da oben rein und machen den hier vorne zu. So. Und dann bin ich mal wieder mutig und spiele mit Feuer. Denn irgendwo müssen wir ja das Eisen auch heiß machen, wenn wir es schmieden wollen. So. Die sind hier an der Seite eigentlich über. Und das wäre schöner. Den nehmen wir mal weg. Die lassen wir hier. So. Es ist vielleicht doch ein bisschen eng. Vielleicht sollte ich den Teich einen kleinen Tick kleiner machen. So. Dann sieht es nicht ganz so zusammengedrückt aus. Ich bin mit diesem Schornstein noch nicht wirklich zufrieden. Da ändere ich gleich noch irgendwas dran. Hier haben wir dann... machen wir so. Ziehen das ein bisschen da raus. Da kommt auf einem kräftigen Eichenstammabschnitt. Das ist zu hoch. Das geht gar nicht so. Ich habe eine Axt irgendwo. Dann machen wir es anders. Setzen wir den einen nach unten und machen da drumherum. Habe ich nicht genügend von, aber ich habe eine Werkbank hier. Da drumherum ein paar Treppenstufen. Die ist falsch rum. Na, komm her. So. Vielleicht lasse ich es nach vorn hin offen. Einmal unseren Baumstumpf und einmal unseren Anboss. Da wird es schon wieder Nacht. Dann gehen wir noch mal schnell ein Nickerchen machen. Auf unserer Campingliege hier im Vorgarten. Ah,
dem fehlt irgendwie ein bisschen Tiefe. Zum einen nehmen wir mal die hier weg und stellen die hier drüben hin. Und dann machen wir hier doch noch wieder so. Sieht ein bisschen besser aus. Und hier gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir da Slabs davor machen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen besser. Und wenn wir dann hier das noch zumachen. Ja, ich denke, das sieht besser aus. Und hier probieren wir mal, wie das aussieht, wenn wir dem einfach einen zu wenig. Habe ich Cobblestone dabei? Na. Ich habe keinen Cobblestone dabei. Kein Problem, haben wir hier vorne reichlich. Aber nicht hier drin. Ich habe auch schon ein bisschen Material für die Inneneinrichtung, für die Scheune und so mitgebracht. Ein paar Sättel und ein paar goldene Karotten zum Züchten. Irgendwo lege ich auch noch ein Karottenbeet an, damit wir hier einen konstanten Vorrat haben. Ich glaube, da bin ich vorhin ganz von abgekommen. Das Gemeine beim Züchten in Minecraft ist, dass wenn man, so wie hier, zwei Elternteile zusammenmischt, dann erzeugt das Spiel einen zufällig ausgewählten dritten Elternteil. Und von diesen drei Tieren zusammen, Elternteil A, Elternteil B und dem zufällig generierten, kriegt dann, du bist ja schon gewachsen, kriegt dann der Nachkomme des Fohlen die Eigenschaften. Das heißt, wenn man so richtige Top-Pferde hat, die richtig schnell sind, richtig hochspringen können, richtig viel Health Points haben, dann kriegt man in der nächsten Generation ziemlich sicher ein schlechteres Pferd raus. Die pegeln sich irgendwo im oberen Drittel der Eigenschaften ein und wir warten noch ein bisschen. Wir lassen den noch ein bisschen in Ruhe aufwachsen. Mir gefällt diese abrupte Kante nicht so ganz. So besser. Es ist fürchterlich asymmetrisch. Es ist so richtig fürchterlich asymmetrisch. Macht aber nichts. Bisschen asymmetrisch darf es sein. Was wir brauchen beim Schmieden ist auf jeden Fall einmal ein Cauldron, in dem wir Wasser oder wenn man, je nachdem was man schmiedet und bei welchen Temperaturen man arbeitet, Öl haben zum Abschrecken. Den stellen wir also irgendwo neben unseren Amboss. Da steht er fürchterlich im Weg, nicht wahr? Wie sieht das aus, wenn wir den... Da ist eine schlechte Idee. Stellen wir ihn hier rüber. So. Da kann man dann das heiße Eisen eintauchen und abschrecken. Ist okay. Kleinen Snack zwischendurch. Die verbinden nicht, oder? Nein, die verbinden nicht. Das versteht kein Mensch, was ich damit machen wollte. Das lassen wir weg.
bin nach wie vor unzufrieden damit. Vielleicht, wenn ich hier hinten die tiefer setze, vielleicht stört mich das weniger dann. Na komm, ich hab dich abgebaut. So und so. Ist ein bisschen besser, ist aber auch noch nicht das, was ich damit eigentlich will. Aber gut. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Werkzeug. Und da wollte ich mal ausprobieren. So ein Schmied hat meistens direkt an seinem Amboss, beziehungsweise da, wo sein Amboss drauf ist. Ja, das geht sogar. Einfach so ein... sieht aber bescheuert aus, oder? Machen wir den an der anderen Seite auch noch. Irgendwas, womit der seine Werkzeuge, einen Haufen Hammer und Zangen und so weiter, aufhängen kann. Und ich habe hier diese beiden Steinwerkzeuge, für die ich sowieso keine wirkliche Verwendung mehr habe. Das sieht nicht so aus, wie ich mir das erhofft hatte. Gefällt mir nicht. Wo bist du hin? Bist du jetzt ins Feuer gefallen? Nee, da bist du hin. Vielleicht hilft's, wenn ich das da dran hänge. Einen so. Einen da oben. Das macht auf jeden Fall den Schornstein ein bisschen besser. Ah, die lassen wir da erstmal hängen. Da sind sie schon ganz gut. Dann brauchen wir hier natürlich irgendwas, wo wir unsere Pferde anbinden können. Denn die sollen ja nicht abhauen. Annehmen wir normale. Während wir sie beschlagen. Machen wir ein bisschen was von dem Gras weg. Und so. Einfach davor. Müsste weit genug sein, dass die Pferde nicht dusselig genug sein können, um hier ins Feuer zu latschen. Als Kindersicherung davor. Das machen wir da drüber. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das da oben drauf mache. Da oben. Oder doch hier unten. Schwebt völlig frei in der Luft, oder? Ja, macht es. Nein, das auf jeden Fall nicht. Das ist viel zu viel. In erster Linie, das hat eigentlich keinen direkten Zweck. In erster Linie ist es da dran, um zu verhindern, dass mir da irgendwann mal ein Pferd reinläuft. Ups. Ich lasse es nochmal weg. Vielleicht habe ich noch eine bessere Idee dazu. So. Und dann können wir hier irgendwo noch eine Truhe hinstellen. Irgendwo hier an der Seite.
wo wir dann unsere Name-Tags und so drin lagern. Dieser Leck kann einem manchmal völlig die Orientierung nehmen. Erstmal machen wir jetzt nochmal ein Nickerchen, damit wir wieder sehen können, was wir hier tun. Ah, ich glaube, der muss auch noch ein bisschen höher. Der geht, weil er auch rot ist, neben der Scheune und vor dem Hintergrund doch ein bisschen unter. Doch eine Schicht höher muss der noch. Ich hätte mir ein bisschen Erde mitbringen sollen. Ich werde das jetzt eben auch noch mal probieren, wie es ist, wenn ich rund um die, das ist die falsche, aber das ist gut, dass wir davon noch welche hier haben. Ich habe tatsächlich eine kleine Expedition gemacht, um ein bisschen Coarse Dirt zu sammeln, bis ich dann darüber gestolpert bin, dass man den selber machen kann mit zwei Dirt, zwei Gravel, einfach im Crafting Grid. So, mindestens einen. Wieso habe ich hier nur drei von? Habe ich nicht eben? Ich habe nur einen gemacht. Deswegen habe ich da nur drei von. Und das ist mir zu nah dran. Den zünden wir nicht an. Das geht nur wieder schief. Und meine Versicherungsprämie ist vom letzten Dachstuhl. Okay. Danke. Können wir aufhören zu lecken, bitte? Ja? Immer noch nicht fertig. Okay. Ich melde mich wohl mal kurz ab und bin dann gleich wieder da. So, der Leck scheint behoben zu sein. Meine Blöcke sind da oben drauf? Ja, die sind da oben drauf. Gut. Nein, ich würde es nicht ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich das hier alles einfasse, weil ich dann hier eine viel zu hohe Kante am Teich habe. Die sehen ein bisschen dämlich aus hier mitten in der Gegend. Die stellen wir da drauf. So machen wir das. Und den machen wir hier noch zu. Und die Ecke machen wir noch ein bisschen kleiner. Das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Gut, dann können wir das bestücken. Ich habe hier einen Haufen Name-Tags schon mal. Und einen Sattel nehmen wir noch mal mit. Die habe ich alle mühsam geangelt. Während ich das gemacht habe, habe ich alles Mögliche geangelt, aber keine Name-Tags. Ein halbes Dutzend verzauberte Bücher, 6 oder 7 Angeln. Schon irgendwie absurd. Da ist die Schweinefamilie, die auch hier wohnt, jetzt. Aus irgendeinem Grund. Da hinten kommt anscheinend schon wieder eins dazu. Oder habe ich hier irgendwo eine Stelle vergessen? Nee, es ist eigentlich alles 2 Blöcke hoch. Die können hier gar nicht wieder raus. Die leben dann halt jetzt auch hier. Und du, bist du schon erwachsen genug? Dann wollen wir mal gucken. 11 Herzchen, das ist schon mal gut. Das sind 22 Health Points. Da ist ein Loch. Das war ein Enderman. Geh mal wieder darüber. Dann kann ich da einen Block reinsetzen. Dahin. Dahin. Ah. Lange durchgehalten. Kleinen Snack zwischendurch. Na komm.
Na komm, hab mich lieb, mach Herzchen. Ich kann auch gehen und Zucker holen, wenn du meinst, das ist nötig. Na komm. Da waren die Herzchen. Jetzt gehörst du mir. Sattel drauf. Okay, das ist mit dem Leck jetzt schwer zu sagen. Gucken wir erstmal, ob du hier. Oh ja, springen kannst du einigermaßen. Das ist schon mal gut. Und dann ganz ruhig. Tessa. Dann machen wir noch mal unsere kleinen Schritt vor. So. Machen wir noch mal unsere Messanlage scharf. In der Hoffnung, dass, wie sieht's aus mit meinem Leck? Mir fehlt eigentlich nur ein Balken. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. So, dann lauf, Schwarzer. Das zählt nicht. Da bin ich aus irgendeinem Grund abgedriftet. Das machen wir gleich nochmal. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Ich glaube, ich sollte das nur, das sind 13 mit Umweg. Machen wir den nochmal voll und gucken, ob wir das jetzt geradeaus hinkriegen. Ist einfach nur geradeaus nach vorne und los, Schwarzer. Das ging ja einigermaßen glatt. Den Baum muss ich dann irgendwann nochmal wegnehmen, der steht im Weg. Wie viel haben wir? 13. Das ist ungefähr so schnell, wie Fury gewesen ist. Ich glaube, dich behalte ich. Springen kannst du auch ganz gut. Aber bevor ich dir den Namen gebe, denke ich nochmal drüber nach, ob mir nicht noch was Besseres einfällt als Fury 2. Das soll's gewesen sein für heute. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.